Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7 hier bei mir auf dem Game Channel. Ja, Leutchen, jetzt sind wir ja auf dem Schiff. Wir versuchen jetzt Ethan zu retten. Vorher mussten wir ja Mia retten, jetzt ist der Ethan dran. Und wir haben jetzt mittlerweile eine Waffe gefunden. Leider noch kein Messer. Das bedeutet, die ganzen Kisten oder alles, was wir jetzt kaputt machen könnten, wo ich eigentlich gehofft habe, dass wir Munition finden, ist leider ohne Erfolg gewesen. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hinterher um mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas geht unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, hähnliche Zähne schnappte in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kaue ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine zehn Pferde könnten mich wieder nach draußen zehren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Ja, scheiße, gell? Aber so wie das Schiff hier vermodert aussieht, ist das definitiv schon länger her. So, hier haben wir uns die Pistole ja geholt. Die war hier drin, haben gleich einmal gespeichert. Hier war irgendeine so eine Sicherung. Oh, scheiße, ich hasse dieses Viechzeug. Kann ich nicht runter. Da war die Sicherung drin. Geh weg. Arschloch. So, jetzt müssen wir uns schicken, 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 schicken. So, wir sind in der Ebene 1F gewesen. 2F, 3F, 4F. Was haben wir denn? Captain's Kabine, Brücke, Security, Kontrollraum, Kitchen, Waschraum. Wir sind jetzt quasi Waschraum gewesen. Nach unten konnten wir ja nicht, weil ich ja mit der Tür so meine Probleme hatte. Jetzt ist die Frage, können wir uns frei auf den Ebenen bewegen? Sieht so aus. Wollen wir mal reingehen? Von anderen Seiten verschlossen. Hier gibt es Küche und Aufenthaltsraum oder Mensa, wenn man so will. Jetzt könnte jederzeit um der Ecke immer so ein Arschloch kommen. Okay, hier schaut es nicht ganz so verwüstet aus oder so modrig. Dieses Kind, ne? Was das will? Das wird mich mal interessieren. Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Was?
die immer wollen? Alte Videokassette. Jetzt bin ich gespannt. Testobjekt E001. Rückspann nicht vergessen. Sea Transport Log Top Secret. Oh, Mia Winters. Ah, gut zu wissen. Wie die mit Nachnamen. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Guck mal, der hat auch so eine Armbanduhr. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Ivy. Wo bist du? Ivy. Oh, Maschinengewehr. Abteilung für Spezialeinsätze, Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Okay. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu liquidieren. Guck mal hier, Maschinenpistole. So, ihr Arschlöcher. Ich mach euch alle kaputt. Siehst du deine Hände? Okay. Erstmal Equipment irgendwie sammeln, wenn es möglich ist. Nein. Pillen. Da geht's nicht weiter. Ich denke mal, dass ich doch mit dem Aufzug fahren soll. Auf dem Deck. Hoppa! Bewegt die sich selber, die Evelyn? Nee. Hallo! Scheint wie ein Aufenthaltsraum auszusehen. Andere Seite verschlossen. Überall dieses eklige Zeug, Nochmal Maschinenpistolenmunition. Ja, hier gibt's nichts mehr. Okay. Ist auch verschlossen. Hier waren wir auch schon. Also ich glaube, dass die Mia Winters wir sind. Also die eigentliche Mia, die wir auch die ganze Zeit im Spiel gesucht haben. Kann das sein? Ist naheliegend, also wenn man bedenkt, irgendwas mit Babysitten und bla, ne? Das könnte gut zusammenpassen. Wo könnte die sein? Das
verschlossen, ne? Eine Karte? Ja, hier ist verschlossen, die ist hier drin bestimmt irgendwo. Feuerlöscher wahrscheinlich. Da müsste es noch einen Eingang geben. Laut Karte. Also wir können jetzt versuchen, hier reinzukommen. Aber ich glaube, dass das der Fahrstuhl ist. Ja, das hier ist der Fahrstuhl. Komische Sache. Einfach mal, vielleicht finden wir das Rätsel Lösung. Darf man nicht nehmen. Was? F? Was stand hier gerade mit F? Hinkauern? Da ist doch gerade was gestanden, mich jetzt bekloppt. Ich denke mal, dass die Evelyn das der Ursprung allen Bösen ist. Was jetzt in der Geschichte und so passiert ist. Als Ethan oder als Mia, ganz egal. Ich glaube einfach, dass die Leute total bekloppt gemacht hat. Entschuldigung, ich wollte die Tür nicht kaputt machen. Ja, was willst du hier sonst machen? Hier gibt es ja nicht viele Lösungen. Die Tür ist auf jeden Fall verschlossen durch dieses schwarze, eklige Zeug. Kannst du mir nicht erklären. Puh. Ach, hinaufklettern, ah. Ach so, was soll das bringen? Gibt es da vielleicht noch mehr von den Schächten? Mal gucken. Tja, wir haben eigentlich nur diesen Art von Raum, ne? Aber ich komme ja trotzdem irgendwie von außen ran. Ich muss einfach mal gucken.
Sieht jetzt nicht so danach wirklich aus, gell? Hallo, Icke. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay, wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Tja, und jetzt? Was ist denn das? Und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Guck mal, molded. Hallo, kleines Mädchen. Wo fährt sie hin? Was? Keine Reaktion auf irgendwelche Stockwerke, also müssen wir quasi runterfahren. Das ganze Schiff scheint wie infiziert zu sein. Rechte Assis. Ich bin mir sicher, dass die irgendwie erschaffen kann. Sie infiziert die Menschen und lässt sie wahrscheinlich wie Sklaven rumlaufen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich kann noch nichts kombinieren. Oh, Alter, echt. Macht sich einfach, wenn die so rumturkeln. Ich auf. Boah. Bombe mit Fernzünder. Hallo. So, sieht aus wie Maschinenraum. Oder dass wir auf dem Weg zum Maschinenraum sind. Du lebst noch? Das ist nicht so aus. Hier ist der Motor vom Schiff, also Schiffsmotor quasi. Nochmal durchladen. Hinter dieser Tür. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach.
So, muss ich die Tür jetzt aufsprengen? Oder? Flüssige Chemikalie, das heißt, jetzt können wir endlich was craften. Oder was Nützliches. Hilfsmittel. Sauber. Es ist doch langwierig, sowas. Immer das mit diesem Balken. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt. Evie, warte! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Ellie zurückbekommst. Was ist das für ein Signal? I'm so sorry. Boah, bist du jetzt mal tot? Was passiert mit dem Schiff jetzt? Aber es ist doch... Dampf. Sieht ein bisschen unnormal aus. Leerbomben, Kriegsmittel, Kraut, Muni. Nicht schlecht. Ich denke auch, dass wir das wahrscheinlich nicht alles brauchen werden. Wahrscheinlich, also so wie sich das gerade auftut, sollen wir wohl hier das Schiff in die Luft jagen. Feueralarm. Und da kam halt noch der Trottel. Was hast du in der Hand? Eine Rasierklinge? Willst du eine Rasierklinge? Ah, du willst eine Rasierklinge. Wo fährt ihr jetzt wieder hin? Ach. Ich bin in 3. Okay. Der sogenannte Katz-und-Maus-Spiel. Aber wenn es brennt, sollte man den Fahrstuhl eigentlich nicht benutzen, junge Frau. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Als ob ich es gewusst hätte. Wo ist der Typ? Evie ist oben. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du?
Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache gerade Pause. Rennt ja nur in der Hütte. Gut, dass wir das Erzmittel haben. Bombe mit Fernzünder. Wie viele Bomben habe ich denn jetzt schon? 6. Sollen wir die alte pulverisieren? Boah, Digga, mach doch so einen Scheiß nicht mit mir. So, jetzt haben wir nur noch 40 Schuss. Wo ist denn das kleine Mädchen? Aus dem Boden kommen die jetzt schon raus. Nächste. Ist doch mal Schluss, ey. Das weniger geworden, ne, ja. Da sind wir diesen brodelnden Herd, damit mal ein bisschen bearbeiten. Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal aus. Das hat auch nichts gebracht. Für was sind die Bomben da? Scheiße. Auf jeden Fall nur für dieses Glibberzeug, ne? Ja, Kacke. Den Raum können wir immer noch nicht rein. Ist das Gitter verschlossen? Mehr Bomben. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, was ich mit den Bomben anfangen soll. Der Typ ist weg. Und wie ist upstairs? Ja, wie komme ich jetzt nach oben, wenn sie die... Der Fahrstuhl ist ja hinüber. Da siehst du aber... Ach, hier. Hier ist eine Leiter, gell? Ich muss mir damit die Tür aufsprengen. Ich hätte echt gedacht, dass mir die Bomben für die für dieses schwarze, klipprige Zeug, diese Biomasse brauchen. Wir müssen also irgendwie hier rein. Kommen wir nirgendwo drüber, ja, also keine Lüftungsschächte oder sowas. Tja.